Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute, Leute, werden wir das Mega-Unboxing der Lucky Blocks hier machen. Denn die haben wir in der letzten Folge vom lieben Mr. Handelsmann geschenkt bekommen, da er sie neu in seinem Shop im Sortiment hat und wir sie testen dürfen. Erstmal machen wir natürlich die YouTube-Lucky Blöcke auf. Eigentlich kann ich mir so einen Stapel da bauen. Weil ich muss ja sowieso alle öffnen. So Leute, ich bin oben angelangt. Wenn ihr Timestorm mal ein bisschen von oben sehen wollt, dann habt ihr jetzt die Chance, das schön zu begutachten. Jedenfalls das, was ihr sehen könnt. Und jetzt machen wir die alle auf. Das war nicht geplant. Oh nein. Da komme ich doch gar nicht drauf. Ja gut, das lief super. Das lief wirklich gut. Wir haben viel zu schnell abgebaut und jetzt muss ich erstmal wieder zurück. Super, wir können quasi erstmal hier lassen. Todesinfo, ey. Bleib bitte hier. Der setzt sich ständig auf den Stuhl. Ich glaube, der mag ihn. Naja, wir sehen uns dann bei den Lucky Blocks wieder. So Leute, wir sind jetzt wieder bei diesen YouTube-Blöcken, müssen aber immer noch irgendwie da hochkommen. Deswegen habe ich mir mal ein paar Blöcke, Enderperlen und sowas geschnappt. Und hoffe, dass wir da irgendwie rüberkommen. Komme immer noch nicht dran. Nee. Ich hätte nur. Ja. Es gibt bestimmt bessere Möglichkeiten, näher zu kommen, aber gut. So ist das dann mal. Gleichzeitig machen wir dann noch Werbung für englische YouTuber. Oh nein. Okay. Wir können das friedlich regeln. Wir können das friedlich regeln. Ich komme nicht an die dran. Doch nicht friedlich regeln. Ich habe nicht zum Schießen. Ach doch, habe ich einen Bogen. Ja gut. Wieso hat sich mein Block mit abgebaut? Warum habe ich nur das Gefühl, dass die super stark sind? Tschüss. Ich hau ab. Ich habe keine Lust auf euch. Dann muss ich jetzt da hochschwimmen. Und nein, die Lucky Blöcke verschwinden, oder? Naja, egal, wir müssen da jetzt hoch. Da ist schön TNT, also hier ist auf jeden Fall eher unsere Lucky Block Welt. Leute, wir sind fast oben. Okay, so. Wir haben das ja jetzt wundervoll geregelt.
So viel Platz haben wir im Inventar gar nicht. Egal, wenn die nach unten gehen, dann können wir die da später aufsammeln. Och, da ist immer noch dieser komische Ritter. So schwer war er gar nicht zu besiegen. Okay, dann gucken wir mal, welche Lucky Blöcke wir hier noch aufsammeln können. Das sind viel zu viele. Wer soll die denn alles benutzen? Oh, was ist das? Devil Sword, 7 Attack Damage, I has Cupcake Quake. Gut, das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Das One-Hit Sword, was wirklich so ziemlich nur One-Hit ist. YouTube-Pen sieht total bescheuert aus. Ich dachte, wir hätten hier jetzt irgendwelche coolen Lucky Blocks. Und goldene Apfel, das ist nur eine Brustplatte. Wir haben ja eigentlich sehr gute Rüstungen, deswegen brauchen wir das im Moment nicht. Und mein Schwert behalte ich natürlich. Das mal im Inventar. Oh nee. Hat meine Rüstung zerstört, meine Zauberrüstung. Also das können wir auf jeden Fall später noch aufbauen. Au! Captain Sparkles greift mich an. Was? Oh, Brot. Brot können wir gebrauchen. Goldener Apfel. Ja, Brot. Eieiei, was hier alles los ist in Timestorm, ist ja auch nicht mehr normal. Ja, gut. Ich will ja nichts sagen, aber... Das war Sand. Bin ich froh, wenn wir die normalen Lucky Blöcke aufmachen können. Oha, das sieht cool aus. Lock.zip. Das ist nicht stark. 9,5 Tech Damage. Brauche ich auch nicht. Was ist das? Silver Play Button? Ja, also den können wir zu Hause aufhängen, meine ich, ne? Also. Ich glaube zwar nicht, dass wir schon 100.000 Abonnenten geschafft haben, Leute. Wäre natürlich schön, aber das haben wir nicht. Hier liegt so viel Müll rum, da kommt gar nichts. Gutes raus. Ja, wow, hier ist aber noch viel übrig. Ich muss schon sagen, da hat ja jemand richtig viel übrig gelassen. Das ist jetzt... Warte, Quarz wollte ich auch aufheben, weil ich wollte mir eventuell hier nochmal ein größeres Haus oder so bauen. Da ist das, glaube ich, nicht so verkehrt. Ja, ey. Als ob die davon nicht genug haben. Gold Play Button können wir natürlich auch gerne aufhängen.
Mikrofon, Fire is back. Ja, ein Mikrofon können wir zu Hause natürlich auch benutzen. Habe ich ja auch nichts gegen. Oh nein. Das war ziemlich knapp. Hier sind... Ja, dagegen habe ich nichts. Ne? Geht weg. Ich finde das nicht mehr witzig. Anvil können wir natürlich noch gebrauchen. Ich gehe jetzt auf die Schneeinsel. Dort ist noch nicht so viel zerstört und hoffe, dass ich dort auch die normalen Lucky Blöcke aufmachen kann, ohne dass mich... Es waren vier. Das waren wirklich viele. Also dazu sage ich jetzt garantiert nicht nein. Da habt ihr mir mal was Tolles mitgebracht. Ich habe euch gerade gelobt, liebe Lucky Blöcke. Da komme ich nicht dran. Egal. Wenn mal Zeit dazu ist, können wir die öffnen. Also Leute, wo waren wir stehen geblieben? In diesem schönen Wald doch bestimmt. Ich bin gespannt, ob hier trotzdem, obwohl die Welt schon älter ist, noch Dungeons spawnen oder ob wir da in eine ganz neue Gegend führen müssen. Ich hab Angst. Oh, schon wieder dieses One-Hit-Sword. Nee, das Master Sword, okay. Brauche ich aber auch nicht. So, Serial Player Lucky Block. Ist das gerade nur ein Bug? Bisschen Essen muss natürlich auch sein, sagt. Ja, gegen Essen habe ich jetzt ehrlich gesagt wirklich nichts. Essen von mir aus, aber habt ihr eben dieses Namensschild gesehen? Ich habe hier doch eben einen Namen gesehen, das kam das nur mir. Guck mal, da sind doch irgendwelche Sachen. Wie ist das? Lucky Monster. Okay, Lucky Monster sind das nur. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass hier was, irgendwas Atemberaubendes auftaucht. Aber so schlecht. Heute wollen wir die Lucky Blocks doch wirklich einfach nur einen Streich spielen. Ich will, Leute, findet ihr das witzig? Wenn ihr das witzig findet, könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen. Ja, ein Coin brauche ich jetzt nicht unbedingt, ne?
Habe ich doch auch nicht. Bisschen Diamanten. Diese Lucky Potions finde ich eigentlich ganz cool. Lucky Personage und wieder welche mit minus 100. Ich würde ja gerne so ein Lucky Monster mal zu Gesicht bekommen. Well, yours. Ja, gut, dass ich gerade noch fliehen konnte. Was ist das? Noch mehr Lucky Potions. Oha, das sieht cool aus. Ein Lucky Sword und ein Lucky Bow. Okay, das können wir schon mal behalten. Das Fleisch brauche ich jetzt auch nicht alles. Stopft mir mein ganzes Inventar. Ach ja, Diamanten nehme ich natürlich auch wieder. Das ist ja kein Problem. TNT brauche ich jetzt nicht. Hunde gehen mir wieder auf die Nerven. Fleisch brauche ich auch nicht mehr. Komm, wir haben nur noch Romantic Rose. Toll. Gegen. Oh. Das hatten wir noch gar nicht. Och ja, gegen Erz habe ich ja nichts, ne? Also. Lucky Cow. Passiert was, wenn ich dich töte? Nee. Was ist das für ein Bogen? Och ja, das ist auch ganz gut. Steinwerkzeug, was braucht denn das? Okay, Leute. Ich habe noch einen Lucky Block. Und den werde ich nicht auf meinem Haus zünden. Weil dann brauche ich garantiert ein neues Haus. Nein, ich werde ihn bei dem Walter zünden. Der ist sowieso schon ein bisschen kaputt. Katzen. Okay, aber wir haben schon ziemlich coole Sachen trotzdem bekommen. Das muss ich schon sagen. Ich bin wieder zu Hause. Ich muss die ganzen Sachen mal einlagern. Ich muss, ja, wie heißt dieses Schild nochmal hier? Leute, womit ich die Dings aufhängen kann. Wie heißt das nochmal? Jo, ist ledet. Hier, Item Frame. Wie craftet man das nochmal? Leder und Sticks. Habe ich zufällig zwei Leder und ein paar Sticks. Baumaterial. Nee, habe ich nicht. Leder. Nahrung können wir auf jeden Fall ein bisschen was einsortieren noch. Gut, ich hab's gerade mal nicht dabei. Sagen wir mal so. So, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, obwohl ich ziemlich oft gestorben bin. Ziemlich oft. Aber, trotzdem. War es trotzdem eine erfolgreiche Folge, würde ich jetzt mal so behaupten, ne? Von dem, was wir so bekommen haben an Zeug. Wir haben jetzt 1 Million Abonnenten hier in Timestorm. Ja, Leute, das ist doch schon mal ein toller Fortschritt, ne? Wäre natürlich super, wenn wir das auch in echt hätten, aber das ist ein Traum, der in den Sternen steht. Den erreicht man so nach 10.000 Jahren, wenn überhaupt. Aber egal. Ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr, wie gesagt, einen
Daumen nach oben da lassen und ja, das war's auch, ne? Ich weiß nicht, wie oft ich mich da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen planetarischen Daumen nach oben da lassen. Und ja, das war's dann von mir. Ich wünsche euch noch einen planetarischen Tag. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Video hier in der Welt von Minecraft Timestorm. Bis dann!